Und wir sind live. Jetzt schaue ich mal, wie lang die versetzte Zeit ist. Oh, hier, schau mal. Starting soon. Und. Starting soon. Ja, irgendwie will er nicht so, ne? Er will nicht so, wie ich will. Irgendwie will er nicht so, wie ich will. Na egal. Ein Zuschauer. Hallo, einzelner Herr. Oder Dame. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie das auf YouTube funktioniert. Jaxation Movie Night. Was hat er denn da schon hochgeladen? So ein Käse, das soll er doch noch gar nicht. Aber egal. Ich muss schauen, ob das alles so funktioniert mit dem Gruppenchat. Und so. Test kann man löschen. Gut. Dann gucken wir mal. Fühlt er sich denn schon bereit, diesen Livestream zu zeigen? Ah, das sieht schon mal gut aus. Aber es ist natürlich zeitversetzt. Egal, drauf geschissen. Haben wir noch Zeit? Machen wir mal einen Test. Ist die Frage, wer jetzt was sieht, gell? Diese eine Person, die da zuschaut, ist der über YouTube? Wenn über YouTube, dann bitte mal in die Kommentare schreiben. Oder wenn du über Google reinschaust, dann sag mir Bescheid. Okay. Okay, das sind 40 Sekunden Zeitunterschied zwischen Google und YouTube. Egal. Egal, das kriegen wir schon. Okay, alles klar. Jetzt schauen wir nur noch mal, wie der das anzeigt, wie man da drauf kommt. Zeigt er es uns an? Müsste eigentlich, wenn ich auf öffentlich gehe. Nee, da hat er. Hey, da hat er das gar nicht. Das ist aber recht unfreundlich von ihm. Immerhin ein Zuschauer, das ist schön. Nein, es hat ihn noch nicht angefangen. Gleiche wie vorhin.
und aus dem Let's post it on things. So. Ah, da gibt's auch einen. Müsste genau das gleiche sein. Jetzt gucken wir mal. Öffne ich es nochmal. Okay. Ja, geil. Der Anfang ist immer noch der gediegenste. Ja, okay, dann die eine Person, die zuschaut. Wie geht's dir denn so? Jetzt, wo die anderen noch nicht da sind, die brauchen noch eine Viertelstunde. Kannst du ja mal. Ach nee, Moment. Wer immer da zuschaut, ist schön. Ah, alles klar. Dann mache ich das Fenster jetzt so groß. Kann ich mich eigentlich noch ein bisschen entspannen? Ah, jetzt ist ein Ende weg. Okay. Na, hab's zu früh gestartet, aber who cares? Ich dachte, wenn jetzt noch mal jemand da ist, dann kann man wenigstens noch ein bisschen ratschen, bevor es katastrophal wird. Ich hoffe, das klappt mit der Zeitversetzung. Weil ihr hört das ja eh zeitversetzt, also. Secretly lost dreaming. Wird halt auch nirgendwo erklärt, wie sich das verhält, der Livestream. Im Vergleich zu YouTuber. Na gut, dann haben wir den noch ein bisschen gechillt. Zwei Zuschauer. Das ist schön. Ich hasse Zeitversetzt. Wenn es Zeitversetzt ist, furchtbar ist es. Egal. Gut, also wenn jetzt die Leute zuschauen, schon, jetzt reboote ich das nochmal hier. Ja, okay, der läuft. Aber die Frage ist, wie kommen die Leute da drauf, wenn ich... Ja, das ergibt halt wenig Sinn. Also ich hoffe, die sehen das unter neu gepostete Videos oder blablub. Weil ansonsten macht es wenig Sinn. Zwei Zuschauer haben es gesehen. Oder lässt es? Und da sehen wir dann. In 12 Minuten. Also die Leute, die jetzt da gerade zuschauen, vielleicht gehören die ja. Vielleicht freuen die sich ja schon jetzt dann, wenn es da gleich losgeht. Ich habe keinen Plan, wo man das sieht, wenn man auf öffentlich geht.
Da sehe ich jetzt nur die Lone Ranger Kritik aufploppen. Und sonst sehe ich dann nichts. Gucken wir mal drauf, Klickung. Na, Wurstinger-Sepp. Dann warte ich jetzt einfach noch, bis es losgeht. Ich muss mal schauen, wie laut der Film ist. Ja, das sollte gehen. Ja, da habe ich ihn angehalten bei 2 Sekunden und dann warte ich auf den Rest. Die Meute quasi. What? Die Cam kann in HD streamen. Tell me things I didn't know. Da bin ich jetzt aber mal interessiert. Das interessiert mich jetzt schon. Das ist HD. Das ist HD. Ist das HD? Findest. 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 Ja, okay, diese ersten 12 Minuten sind es noch relativ lame. Also ich sehe jetzt von dem HD sehe ich nichts. Scheiß drauf. Naja, muss ich mich halt ein bisschen darauf einstellen, wenn das alles zeitversetzt läuft. Aber wurscht ja selbst. Wenn jetzt hier Leute zuschauen, dann wird es gleich richtig spannend. Hoffe ich. Was kriege ich jetzt ab? Secret Livestream. 3 Zuschauer, perfekt. Okay, dann sollten die mir jetzt mal sagen, wenn jetzt irgendjemand sollte mal schreiben in die Kommentare auf YouTube, im YouTube-Link-Fenster, bla bla bla. Oh, an error has occurred. Why? No, 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 pass. Frage ich jetzt noch mal jemanden? Zuschauer wieder. Ja, da schauen halt immer nur ein paar zu, so Lirum Larum, Strombergwort. So.
Ein Zuschauer. Okay. Kaiser Tibor. Naja. Gut. Dann warten wir jetzt mal auf die Leute. Kann auch sein, dass niemand zuschaut. Macht ja nichts. Dann gehen wir alle weg. So. Ja, ich vertreibe mir noch kurz die Zeit mit Puh. Puh ist super. Ich wollte schon immer mal ein Tamagotchi. Aber mei, gibt's halt nicht mehr. Da lacht er. Wo ist Chlor? Ein Zuschauer. Naja, die sind wahrscheinlich alle pünktlich. Gesehen von einem. Ja, gesehen von zwei. Ah, gesehen von zwei. Das ist schön. Hello! Wichtig ist es, bei YouTube zu kommentieren. Ah! Jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier losgeht. Automatisch aktualisieren. Ach, das ist schön. Ein Zuschauer. Alles klar. Dann drehen wir noch mal an dem Rad. Dann drehen wir noch mal an dem Rad.
Schärfe. So. Um 8 fange ich an. Mit deutscher Pünktlichkeit. Rest in peace, Headphone-Users. Gut. Dann warte ich jetzt noch. Ja, 20 langweilige Minuten waren das jetzt. Und jetzt geht's dann erst richtig los. Ich weiß gar nicht, was. Weil ich habe ja einen Unlimited Live Stream, also passt das schon. Für diejenigen, die jetzt schon zuschauen, wir schauen uns jetzt dann allesamt Pulp Fiction an. Und ja. Das wäre viel einfacher mit dem Question and Answering Ding, weil dann wäre ich nicht so wirklich abhängig von der Zeitversetzung. Aber wir schauen einfach mal, wie es funktioniert und machen ein bisschen hier Shaky Cam. Okay. Ich mache das alles relativ pünktlich. Man kommt da direkt drauf, oder? Da, da, da. Okay, ich verstehe nicht, wieso er. Ach, irgendwas. Irgendwas wird er schon machen. Irgendwas, irgendwo ist der Sinn da sicher. Jetzt ist es 20 Uhr. Jetzt solltet ihr auftauchen, Kinderlein. Okay, an alle, die das jetzt sehen, ich hoffe, ihr seht das auf meiner Seite. Wenn jemand einen Livestream macht, dann taucht er höchstwahrscheinlich auf, aber ich sehe es jetzt auf meiner Seite, sehe ich das jetzt zum Beispiel nicht. Allerdings hoffe ich, dass es die grobe Masse, die jetzt Zeit hat, dass sie das sieht. Es ist Samstag, 20 Uhr. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Und das macht mich ein bisschen stinkig. Aber wir werden ja sehen, wie es läuft. Egal. Ich mach's.
Ich mache erst was, wenn echt Leute da sind, weil davor wird es ein bisschen sinnlos. In 4 Monaten ist Weihnachten. Ja, nee, das ist an sich Käse. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass hier jemand dann zuschaut und dann legen wir los. Also noch jemand anderes. Aber ich finde es schön, dass diese zwei Leute hier, diese schweigsamen Leute, zuschauen. Weil es gibt doch eigentlich hier so eine Art Gruppenchat. Aber ich sehe nicht. Kann ich hier was reinschreiben? Ah, das geht. Aber die anderen können da wahrscheinlich nichts reinschreiben. Ach, wurscht, scheiße. Schauen wir nochmal auf. Dings. So wirklich schick ist es nicht. Ah, okay, alles klar. Ich habe es gerade gelesen. In der Abo-Box ist das zu sehen. Also, ihr tollen Abonnenten, ihr werdet es dann schon sehen. Zwei Zuschauer immer noch. Na gut, jetzt müssen wir anfangen. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Das können wir ja links machen. Bringt natürlich jetzt nur was, wenn man. Schauen, was im Feed so ist. Jetzt live. Perfekt. Oh, ist klar. Gut, alles klar. Dann fangen wir jetzt einfach mal an. Schieß drauf. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Mit einer kleinen Verzögerung geht es jetzt letztendlich wirklich los. Wir sehen uns heute Pulp Fiction an. Ich hoffe, ihr habt den alle dabei. Wir gucken ihn in der Collector's Edition Version 148 Minuten. Ich habe von euch nicht gehört, ob ihr ihn auf Englisch oder Deutsch sehen wollt. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gesagt, jeder, wie er will. Ich schaue ihn auf jeden Fall auf Englisch, weil er ist einfach viel witziger. Ich kenne allerdings die deutsche Version auch auswendig. Deswegen ist es vollkommen schnurzpiep egal, welche Version wir schauen. Nur einmal, damit wir uns alle verstehen. Ah, okay, super. Gut, das wird dann jetzt so ablaufen. Mein Schirm sieht so aus gerade. Moment. Wups. Greife ich mir das mal. Mein Screen sieht gerade so aus. Das ist der Livestream. Gut. Und das hier, oh, muss seitenverkehrt denken. Und das ist der Film. Wir sind bei exakt 2 Sekunden. Wir sind bei exakt 2 Sekunden. Und da solltet ihr eure DVD auch hinhauen. Ups.
Gut. Ist mir jetzt wurscht. Dann fangen wir jetzt einfach an. Zwei Leute gucken. Das freut mich. Alles klar. Ich vermisse allerdings so die Leute, die gesagt haben, dass sie zuschauen werden. Ah, egal. Also die werden auf jeden Fall noch kommen, schätze ich mal. Hoffe ich. Und wenn die Leute dann den Livestream verpassen, dann kann man sich den dann danach noch anschauen. Je nachdem, wie lange das hier jetzt dauert, behalte ich das Video oben. Wird dann auch recht langweilig für die Leute, die da einfach nur so zuschauen. Aber mein Gott, da kann ich jetzt auch nichts ändern. Hier gibt es eine Nachricht. Kommentar zu The Conjuring. Direkt gleich zacki-zacki. Das ist jetzt hier YouTube-Section. Aber er zeigt mir nichts an. Kommentar zu The Conjuring. Zeige ihn mir. Ja. Alles klar. Okay, alles klar. Wir fangen jetzt an mit Pulp Fiction. Oder soll ich noch ein bisschen warten? Na, okay. Dann schaue ich erstmal, was ich hier so habe. Ich habe hier Pringles mitgebracht. Zwei verschiedene Arten Pringles. Ist das Product Placement? Oh mein Gott, ist es Product? Ah, fuck it. Ich habe Chips dabei. Ich habe noch so Gelee-Bananen dabei. Ich habe einen Saft dabei. Heute wird nichts gesoffen. Nee, ich habe einfach nichts eingekauft, deswegen. Ja, dann schauen wir mal, was hier so abgeht mit Classic. Oh nee, die Classic weiß ich, wie sie schmecken. Nehmen wir erstmal die Sweet Onions. Gut. Ah, das Zeitversetzte ist toll. Ja, scheiß drauf, dann mache ich mich mal hier stumm. Weil so lange kann ich mir jetzt auch nicht hören. Ich gucke das übrigens über so kleine Plugins, weil wenn ich das so schauen würde mit den Boxen, da würde dann YouTube erkennen, dass wir einen Film schauen und dann würden sie das Video runternehmen oder sagen, bam, 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 schmeiß das Video runter. Du Bastard. So. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beginnen wir mit dem Klamauk. Ja, es hat echt nur einer gesehen. Ja, die werden alle an einem Samstagabend wahrscheinlich was anderes machen. Was machst du da? Ach so, jetzt doch. Egal, let's just fuck this shit. Let's just fucking do it or not do it at all. Wir haben den Film bei genau 2 Sekunden. Merkt euch das. Film ist gerade bei 2 Sekunden. Ich warte, bis jeder Zeit hat, da hinzugehen. Zu seiner Filmdatei oder seiner DVD. Und dann würde ich einfach mal sagen, top, die Wette gilt. Dann starten wir jetzt unseren Film in 3, 2, 1, Pulp Fiction. 3 Sekunden, 4 Sekunden. Hier kommt das Miramax-Logo. Ich hoffe, das ist jetzt für alle richtig von der Zeit her. Und jetzt beginnen wir. Soft, moist, shapeless mass of matter, bla bla bla. Gut, jetzt hatten wir der Opening und jetzt erste Szene. Das ist Tim Roth. Also ich erzähle euch jetzt einfach mal Dinge, die ich über den Film weiß. Jeder, der jetzt erst zuschaltet, ich weiß nicht, wer jetzt zuschaltet, wir sind jetzt bei 52 Sekunden.
Und jetzt geht's los. Keine Ahnung. Muss mal schauen, wer alles mitschauen will, und der Rest, der schaut sich dann halt später an. Jetzt beginnt der Audiokommentar zu Pulp Fiction. Wie oft sage ich das noch? Über die Kameraarbeit kann man jetzt hier eigentlich noch nicht sehr viel sagen. Ist einfach sehr klassische Kameraarbeit. Stillshots, kein Tracking und so. Aber ich habe ja eigentlich gerade erzählt, dass es Tim Roth ist. Den gab es dann später noch in zahlreichen anderen Filmen. Am meisten, also wo er nochmal richtig groß wieder war, das war dann in dem The Incredible Hulk mit Edward Norton. Da hat er diesen aufgeputschten Soldaten gespielt, der dann zu diesem zweiten Hulk wird. Das ist ganz witzig eigentlich, in Anbetracht der Tatsache, wie alt dieser Film ist. Der ist von 94, also almost fucking 10 years old, wie die Amerikaner sagen würden. Und da sprechen sie halt über Telephones, also Cellphones, mit denen diese Bank da ausgeräumt wurde. Das ist heutzutage ein bisschen amüsant, weil man sehen kann, was jetzt Smartphones alles können. Schon interessant, wenn man es so sieht. Garçon, ja. Diese beiden, die tauchen nur in diesem Segment auf. Ich denke mal, wenn wir den Film jetzt alle schon, wir haben den Film wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Die tauchen jetzt nur in diesem Segment auf. Und dann am Schluss noch. Das ist so quasi die Rahmenhandlung. Weil es halt so geschrieben wurde. Der Film ist ja aufgeteilt in verschiedene Segmente. Wir haben das Segment mit Samuel L. Jackson und John Travolta. Oh, da ist eine neue Person dazu gekommen. Das ist richtig schön. Wir sind übrigens gerade bei 3 Minuten und 30 Sekunden, falls du noch dazu gehst. Gut. Ein bisschen schade, dass so wenige Leute zuschauen. Ah, jetzt. Der Film ist ja aufgeteilt in verschiedene Segmente. Wir haben das Segment mit Samuel L. Jackson und John Travolta. Dann haben wir das Segment mit Uma Thurman und John Travolta. Und dann haben wir noch das Bruce Willis-Segment. Und dann haben wir noch das Segment hier mit Tim Roth und seiner Spusi da. Gut, und jetzt geht der Film dann gleich richtig los, quasi mit dem Opening. Intro. Der Song war dann wohl einer der größten Songs aus den 90ern. Also jetzt sind wieder drei Leute dazugekommen. Gerade eben schiebt sich das Pulp Fiction Logo nach oben. Wir sind 5 Minuten, sind wir gerade jetzt passiert. Also so könnt ihr schauen. Ich werde immer mal wieder die Zeit durchsagen. Und dann kriegen wir das schon irgendwie gebacken. Jetzt muss ich nur mal kurz hier schauen. Hier mal leiser machen. Da mal lauter machen. Ja, okay, das hört man nicht. Perfekt. Exakt. Gut, dann geht's hier jetzt los mit der Intro. Über den Song kann ich jetzt nicht sehr viel sagen. Vielleicht weiß ja IMDb was Besonderes. Und
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann fragt sie in YouTube unten rein. Stellt mir jede Frage, die ihr mir stellen wollt, weil das Filmschauen ist die eine Sache, Informationen sagen ist eine andere. Also ich hätte auch dafür Zeit, rein theoretisch. Jetzt machen wir erstmal die Pringles hier auf. Ja. Dann nehmen wir einen Schlüssel, der öffnet ja bekanntlich alles. Oh nee, so. Sollen wir das speziell aufziehen? Und dann die Bursting the Flavor, dann machen wir das. Doesn't burst with flavor. Der Soundtrack zu Pulp Fiction, der hat einen ähnlichen Kultstatus wie zum Beispiel der Soundtrack von, was war's, American Graffiti. So ungefähr in der Richtung. Ja, jetzt haben wir hier Samuel Jackson und John Travolta. John Travolta ist übrigens bei Scientology, also. Nee, Spaß. Ja, das ist er, aber man sollte es mal kurz adressieren. Gut. Jetzt, Tarantino-Filme sind ja immer bekannt für ihre berühmten Dialoge. Pulp Fiction ist ja eigentlich ein Gangsterfilm, da wird fast nicht geschossen, da gibt es fast keine Gewalt. Der Film beruht eigentlich meist auf seinen Dialogen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel hier. Ein bisschen zu spät bist du gekommen, aber das macht nichts. Jetzt sind wir bei 57, 751, 752, 753, 754, 755. Die hocken gerade im Auto. So. Diese Art Dialoge, die sind ja immer. Die sind berühmt für die Tarantino-Filme, das ist klar. Er ist ein bisschen schwer, nebenbei noch zu reden, aber das macht ja nichts. Das ist übrigens der Trunkshot. Der Trunkshot taucht in jedem von Tarantinos Filmen auf. Jetzt probiere ich das mal hier. Ah. Okay. Das ist auch wieder ein schönes Beispiel, wie man Figuren etablieren kann. Es gibt keinen Exposition in dem Sinn. Wir erfahren halt über Personen, die jetzt offscreen sind und über Personen, die onscreen sind, erfahren wir jede Menge Sachen, ohne dass jetzt irgendwie gesagt wird, der macht das und das, der macht das und das. Und nebenbei gibt es auch so kleine Background-Infos. Solche Aufnahmen hier sind ziemlich, ziemlich selten. Diese Stillshots, wo sie jetzt vor dem Aufzug stehen, weil heutzutage muss die Kamera immer so machen, egal bei was. Und das ist einfach unfassbar dämlich. Gibt's heute nicht mehr. Aus dem Grund schaut man sich mal gerne wieder Filme aus den 90ern an, wo sich die Kamera nicht übertrieben bewegt, sondern einfach den Figuren Zeit gibt, sich auf dem Bildschirm zu etablieren. That's not racist. Nur. Die Zeit ist jetzt 10:35, 10:36, 10:37, 10:38, 10:39, 10:40. So.
Also es ist noch nichts von Konsequenz passiert. Die sind einfach noch da draußen und unterhalten sich gerade über Foot Massage. Ich weiß nicht, in welcher Sprache ihr ihn guckt. Ich gucke ihn auf Englisch. Ja. Schau ich nur mal hier. Was übrigens, ich habe gerade Film zugehört. Also es ist ein langer, langer, langer Steadicam-Shot. Man sieht hier nix, ist geschnitten. Das heißt, man braucht gute Schauspieler, die auch improvisieren können. Und man braucht einen guten DP, einen guten Director of Photography, der da, weil Alter, wenn du viel rückwärts gehen musst und so weiter, dann stürzt du auch mal. Und wir sehen keine Dolly-Tracks am Boden. Das heißt, das ist echt ein Typ, der da gerade das alles macht. Foot Massage is for the win. Very, very true. Na, jetzt haben wir wenigstens ein paar Hardcore-Fans hier, ja, von Pulp Fiction. Oder die anderen haben halt an einem Samstagabend anderes vor, als Pulp Fiction zu gucken. You know what I'm saying? Es gibt eine Version, die haben sie allerdings jetzt mittlerweile, glaube ich, rausgeballert von YouTube. Da geht es um, wie oft in einem Film Fuck gesagt wird. Heißt, glaube ich, Pulp Fiction Fucking Short Version. Und das ist extrem witzig. Fucking, 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 fucking. Sowas mag ich. Jetzt wird's gleich hart. Ich meine, so mal in Kommentarform. Es gab eine Dr. House-Folge, die genau dieses Szene parodiert hat. Das war, glaube ich, aus der letzten Staffel. Also die aktuellste Staffel. Da gibt es sehr viele Anspielungen auf Filme. Das ist schon extrem cool. Falls jemand von euch Dr. House-Fan ist. Und das ungelogen ist eine der meist parodiertesten Sequenzen aus den 90ern. Nebst der Armageddon, das eine Ding geht bei Liv Tyler zu den Titten und ihr wisst, welches hier nicht mal. Jetzt. Mal eine Frage, weil ich habe ja mal gesagt, dass wir auch mal was aus Filmen nachkochen. Und ich kann extrem gute Burger machen. Dann habe ich mal gedacht, dass wir mal diesen Big Kahuna Burger, dass ich mal schaue, was da so drin ist, und dass wir den versuchen nachzumachen. Mind if I try one of you? Muss man den Freeze Frame? Is a tasty burger. Ich werde mal versuchen zu schauen, woraus ein Big Kahuna Burger besteht, und dann kann ich das mal machen. Oder wir kochen einfach mal Shit.
Diese eine Szene, von der du sprichst, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Also den Film habe ich nicht gesehen. Also mir kommt es gerade jedenfalls nicht in den Kopf. Aber alles, was es gibt auch den Anfang von Goodfellas, gibt es auch noch. Ist auch ein extrem langes Steadicam-Shot, wo viel passiert. Und dann gibt es auch noch, was gibt es noch? Ja, das ist zwar nicht so brisant, aber das ist Knowing mit Nicolas Cage, der Flugzeugabsturz, geht auch drei, 4 Minuten ohne Schnitt. Aber da ist viel CGI, das heißt, es ist dann nicht mehr so beeindruckend. Royal mit Käse. Das ist die einzige Szene vom Film, wo ich mir mal gedacht habe, dass da so ein bisschen der Realismus rausgeht. Weil er hat ja Spoiler Alert, den einen Typ mit dem Arschkinn, nennen wir ihn einfach Schmalzlocken Til Schweiger, dass der den jetzt ja gleich abknallt. Und jetzt haben wir noch was. Dieser Koffer ist der MacGuffin in diesem Film. Ja, gegen den Burger stinken die Pringles mächtig ab. Das stimmt allerdings. Aber ich habe auch noch andere Pringles und ich habe Schokobananen. Ich könnte allerdings noch was bestellen. Es ist ja erst 8:30. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So. Genau, und diese Szene. Da ist kein Flash, kein Muscle Flash. Ich weiß, Waffen machen nicht immer den Muscle Flash. Aber er schießt ihn ab und er legt sich einfach hin und es passiert nichts im Endeffekt. Es gibt keinen Blood Splatter, kein gar nichts. Das ist ein bisschen cheap gemacht. Vielleicht gab es keine andere Möglichkeit, das zu machen mit dem Aufwand. Aber ich fand es halt ein bisschen komisch. So, Kultdialog jetzt. Das gibt's halt im Englischen ist es viel geiler, wenn er dann heißt hier English Motherfucker, do you speak it? Und irgendwie so meine Sprache, sprichst du sie, du verdammter Dreckskerl. Oder ich weiß nicht mehr, was er da genau sagt. Das ist halt schon ein großer Unterschied, aber das machen sie aber in vielen Filmen neuerdings, dass sie halt einfach Deutsch einfach ersetzen mit meine Sprache. Das gab es doch in The Avengers, wo dann der Tony Stark mit Captain America und den anderen hocken sie oben in diesem Flugzeugträger und da heißt es dann, oh, wenn dann der Bruce Banner auftaucht, da heißt es, oh, finally someone who speaks English. Als sie dann mit ihrem Techno-Babble-Bullshit anfangen und dann sagt er, glaube ich, auch auf Deutsch, oh, endlich jemand, der meine Sprache spricht. Nur so. Nur mal ein kleiner Fun Fact. Schon ein bisschen Overkill, aber egal. Vincent Vega, Marcellus Wallace's wife. Bruce Willis. Nach Stirb langsam. Einer seiner erfolgreichsten Filme, glaube ich, obwohl er da gar nicht mehr so wirklich oft auftaucht. Er hatte in den 90ern ein paar spaßige Filme. Jetzt schaue ich mal, wie das auf YouTube gerade ist.
okay, das sage ich gerade PPU, alles klar. Ich hasse es, wenn es so zeitversetzt ist. Na gut, die Rollen, die wir am Anfang gesehen haben, von Pumpkin und Honey Bunny, die in dem Diner hocken, die wurden speziell von Tarantino auf diese Rolle geschrieben. Das gibt es in dem Film häufiger. Zum Beispiel auch Harvey Keitel, der The Wolf spielt. Also dessen Figur wurde halt auch direkt darauf auf hingeschnitten quasi. Von Tarantino so geschrieben, dass es halt drauf passt. Auf seine Figur quasi, auf seine pe persönliche bla. Uma Thurman hat mitgeschrieben am Drehbuch ein bisschen. Und ich kann es ja auch einfach mal vorlesen. Und zwar, das war gerade aktuell. Das Ezekiel-Bibel-Zitat war von einem frühen Entwurf von From Dusk Till Dawn. Das sollte Harvey Keitel sagen in dem Film. Da spielt er den Onkel oder den Opa oder so. Als er sich gerade auf die Vampire zubewegt. So sollte er dieses sagen. And I know my name is the Lord. Bla. Der Typ, den wir gerade hier nur von hinten sehen, den Marcellus Wallace. Moment, Moment. Fehler, versuche es erneut. Lass mich tippen. Gut, der eine Subplot mit Bruce Willis, der ist einer der spaßigsten. Das merkt man dann auch erst, wenn es dann später um die goldene Uhr geht. Aber ich will ja noch nichts vornehmen. Gut. Man ist vielleicht beim ersten Mal, wenn man den Film schaut, ein bisschen verwirrt über die einzelnen Timecuts, die in dem Film passieren. Aber an sich, my name is Warren, shit's between you all. dass man nicht so beim ersten Mal, dass man nicht wirklich checkt, was jetzt wann kommt. Es gibt ein paar Leute, die haben das bis heute noch nicht verstanden. Genau, der eine Typ, den wir jetzt vorhin nur von hinten gesehen haben und der jetzt da im Hintergrund out of focus herumdümpelt, das ist Ving Rhames, den kennen wir als Luther Stickles. Aus der Dings. Mission Impossible Reihe. Das ist so ziemlich der größte Fun Fact, den ich jetzt gerade habe. Bruce Willis hat ja gerade eben Zigaretten gekauft. Blue Apples oder so. Oder Red Apples. Ich weiß es gerade nicht. Und die tauchen dann nochmal in Kill Bill auf. Und nochmal in Death Proof. Weil das ist so ein Ding, was Tarantino immer mal wieder einwirft in seinen Filmen.
So, jetzt nochmal für alle einen Timecode. 26, 26, 26, 27, 26, 28, 26, 29, 26, 30, 26, 31. Die hocken gerade auf dem Bett, beziehungsweise Travolta steht vorm Bett und die wählen gerade die Coke-Sorten aus. Ich verstehe nicht, was du meinst mit bin ich live? 1,23, 50. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber weil ich nicht weiß, was du damit meinst. Red Apples, genau. Ich brauche immer etwas für eure Antworten und für eure Fragen, da das YouTube-Ding bei mir 40 Sekunden später ist als das, was ich sage. Das heißt, es dauert immer ein bisschen, aber wir kriegen schon irgendwie hin. Hier gibt es jetzt gerade nicht so Wichtiges eigentlich. Bis auf das Gespräch mit dem Auto. Wenn es dann heißt, irgendwie so, oh, da hat mir mein Auto zerkratzt, der Huren. Haha, burn. Jetzt kommt eine Sequenz, die wurde auch öfters parodiert. Auch bei Barney Stinson in How I Met Your Mother. Der hat eine ähnliche Sequenz mit dem Anzug. Mit dem Suit Up. Und dann kommt auch diese Porno-Sequenz quasi. Zwei Sekunden Lag, ja, also bei mir ist es auf jeden Fall ein bisschen anders. Aber wir kriegen das schon hin. Porto Alvarez. Also wir sind garantiert noch nicht bei 1 Stunde 23 und 50 Sekunden. Wir sind bei exakt 29 Minuten gerade. Exakt. Genau, diese Sequenz, die ich jetzt gemeint habe, dieser Spritzporno, wollte ich sagen. Also diese erotische Darstellung oder diese Glorifizierung des Drogenkonsums. Ein bisschen kontrovers teilweise, also. Und das fragen immer ein paar, ist das Absicht? Ich sag, das ist Absicht, dass dieser Bluescreen-Effekt so madig ist, weil, ganz einfach, es ist ein Tarantino-Film. Und wenn der was macht, dann macht das richtig. Er hat uns ja vorhin auch schon bewiesen, dass er dazu keinen Bluescreen braucht. Also hat er dieser schlechte Bluescreen oder was ist das? Rear Window Projection kann auch sein, dass einfach hinten eine Leinwand ist. Das hat eine Bedeutung, dass er das jetzt macht. Ich glaube, das hat einfach mit dem Drogenkonsum an sich zu tun, dass jetzt alles nicht mehr so real wirkt. Nun. So, jetzt sehen wir gleich Uma Thurman, die natürlich auch Drogen nimmt, weil wie sollte es anders sein? Und wieder ein Beispiel für den Soundtrack. Das gehört zu einem derer Stücke, die ich einfach unfassbar liebe. The Intercom.
Also das mit dieser Hightech-Ding ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber das macht ja überhaupt nichts. Finde ich persönlich. Ja, so ungefähr in der Dings ist die Zeitversetzung. Aber mei, so ist es halt. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Jetzt sind wir bei 31, 55, 56, 57, 58, 59, 32. Naja. Ja, jeder in dem Film nimmt Drogen, wie wir jetzt herausfinden. Auch die arme Uma Thurman, die muss es ja dann später ausbüßen, aber so ist es halt. Der Song ist auch halt auch ein bisschen blasphemisch, wenn man das so ausdrückt. Der einzige Mann, der mich jemals verführen konnte, war der Sohn eines Priesters, bla bla bla. Gut. Wer weiß, was das bedeutet mit na? Was meint sie damit? Wollen wir mal schauen in die Kommentare. Vielleicht weiß es jemand, ohne es zu googeln. Okay, ich kann es ja auflösen. Das ist ein Miesepeter, könnte man es sagen, obwohl es früher eigentlich eine positive Sache war. Wir haben auch wieder so einen langen Shot. Tarantino weiß es mal wieder, wie er die Kamera rumfahren lassen muss. Beziehungsweise die fährt immer noch nicht. Ja, es ist immer noch eine Steadicam. Also eine Steadicam, muss ich eigentlich mal erklären. Das ist dann so ein riesiges Geschirr, was einer trägt. Und der trägt es dann herum, wie im Endeffekt eine richtig fette Knarre. So könnte man es eigentlich sagen. Ups. Es gibt auch einen Song von von Randy Newman, nein, nicht Randy Newman, der eine Fuzzi, der den Soundtrack auch gemacht hat zu Zurück in die Zukunft. Er hat einen Song gemacht, It's Hip to Be Square. Da ist noch jemand. Okay, cool. Wir sind gerade bei 35, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 30, 35, 31. Die bestellen gerade Essen. So. Schauen wir mal, was sie ja. Wie er sich aufregt über den Shake.
Ja, es gab echt mal eine Zeit, da konnte man da drin rauchen. Da konnte man auch, wir konnten auch mal in Clubs rauchen früher. Das war möglich vor, fuck, vor 4 Jahren. War das möglich? Da konnten wir noch in Clubs rauchen. Ja, die Paprika sind echt besser. Davor die Sour Cream Onion. Ich schiebe sie jetzt extra nicht ins Bild, sonst heißt das noch, ich mache hier Product Placement. So. Haha, Fox. Did you get it? Fox. Es gab irgendwas. Da hat irgendjemand mal was gepostet, dass es Überblendungen gibt, also Parallelen gibt zwischen Pulp Fiction und Kill Bill. Ich weiß es allerdings persönlich nicht, inwiefern das jetzt zutrifft, weil es gibt die Viper Squad und dann gibt es das Schwarze, aber die ist keine Demolition Expert. Aber mein Gott. Also, wenn es irgendjemand mal weiß, wir haben natürlich Lucy Liu, aber ich glaube, die ist auch kein Kung Fu Master, aber ich glaube, ich verstehe die Anspielung, die dieser Typ meint. Oder diese Frau. Ich habe es schon erzählt, was Square bedeutet. Square war früher jemand, der an alten Traditionen festgehalten hat. Aber dann ist es sozusagen ein Miesepeter gewesen. Also einer, der nicht wirklich mitmacht. Also, ja, mehr kann man es ehrlich gesagt nicht erklären, glaube ich. Cooties, na, wer kennt das noch? Cooties, das ist ein amerikanisches Wort. Das heißt halt, dass das Mädchen ansteckend sind. Pretty fucking good note check, right? Ja, jetzt ist der Film eigentlich auf nicht so einem interessanten Level gerade. Weil jeder weiß ganz genau, was jetzt passiert. Jetzt tanzen sie dann. Jetzt pudert sie sich erstmal ihre Nase. Zwinker, zwinker. Aber das ist eine interessante Frage, die sie da gerade stellt. Uma Thurman, ob die da wirklich auf Droge war. Vielleicht, vielleicht, kann gut sein. Ich meine, es sind Filmstars und wenn andere Stars wie zum Beispiel Rip Torn, okay, das ist kein Star, aber der hat sich auch immer voll besoffen und es gibt auch andere Eskapaden mit Johnny Depp und bla 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 oder auch die Mitglieder von Metallica, die waren ja mal bekannt als Alkoholiker, die haben sich auch immer besoffen, also denke ich mal, dass jemand wie Uma Thurman entweder auf irgendwas drauf war oder sie hat vielleicht auch ein bisschen was getrunken. Aber sie ist auf jeden Fall eine gute Schauspielerin. Also ich könnte jetzt nicht bezeugen, was da los war. Aber ihre Augen
Ich weiß nicht, ob das das Make-up ist. Es kann natürlich das Make-up sein, aber I don't know. Da habe ich mich einmal gefragt, wenn das Restaurant ziemlich voll ist und es nur aus gleichen Tischen und Stühlen besteht. Wie ist es dann, wenn du nicht da bist am Tisch, wo weiß der Typ dann noch, wo du saßt? Aber das habe ich mir nur einmal gedacht. Essen in Filmen ist immer ganz, 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 ganz kritisch. Denn ich muss mal kurz das Gespräch hier weghauen, sonst bin ich ganz neben der Spur. Und zwar, wenn Leute in Filmen essen, dann gibt es das Gericht ungefähr 5 oder 10 Mal, steht dann da, weil es dann, weil die immer Gefahr laufen, dass sie etwas neu machen müssen oder nochmal drehen müssen, weil sie sich versprechen, weil sie lachen oder weil sie den Text vergessen oder whatever. Und aus dem Grund empfiehlt es sich immer in Filmen, wenn man gerade bei Dreharbeiten ist, ganz schön wenig zu essen in den Aufnahmen. Denn dann öffnet man im Endeffekt die Gelegenheit dazu, dass man immer, immer wieder so viel essen muss. Ich glaube, das ist den meisten gar nicht so bewusst. Ich glaube, das war in Ocean's 11. Da hat Brad Pitt ja die eine Sache, dass er immer was essen muss. Vielleicht ist dies eine Ausnahme. Also der stopft sich ja richtig ordentlich was rein, weil vielleicht ist euch aufgefallen, dass sie jetzt schon sofort wieder rauchen. Einfach so jetzt, weil sie haben halt aufgehört zu essen, obwohl da ist noch Shit auf dem Teller. Die essen ja gerade erst mal 2 Minuten oder so. Das haben sie halt nur so gemacht, weil es halt eine Dialogszene ist. Und die dürfen das auf gar keinen Fall versauen. Und eine Kippe, die kann man schneller irgendwie anstecken oder runterrauchen auf ein Level. Oder es gibt eine Prop-Kippe, die halt so eine bestimmte Länge hat, damit sich die Länge nie verändert. Das ist einfacher als halt mit Essen. Weil mit Essen hat man immer das Problem, dass man auch verführt ist, ein Bissen zu nehmen. So. Dann gibt es noch was. Und zwar diese Story mit Tony Rocky Horror, der rausgeworfen wird aus dem Fenster. Das ist so eine Story, die man eigentlich nie erklärt bekommt. Aber die bleibt halt immer irgendwo so da. Ja. Und das ist das Spannendste, was ich dazu sagen kann. Ja. Jetzt kommt wieder eine noch doch mehrmals parodierte Sequenz aus den 90ern. In Ants wurde die auch parodiert. Ich finde es geil, wie er einfach eine richtige Kerl-Reaktion hat und einfach sagt: Nein, 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 oh Gott, ich will doch nicht tanzen. Aber er ist ja immerhin auf Droge, deswegen geht das. So, die Zeit ist jetzt 45, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 45, 46, 45, 47. Genau, und in Ants wurde halt dieser Move hier, wurde da nochmal super parodiert. Dann gab es auch eine Zeit an mich, glaube ich. Also der hatte durch Pulp Fiction, hatte er wieder ein kleines Revival, wenn man es mal so sagen kann. So. Crunch.
Und das ist jetzt sowas. Wüsste man nicht, dass dieser Wilson Vega ordentlich auf die Kacke hauen kann, weil, also hätten wir diese eine Szene nicht gehabt, wo er diese Typen abknallt zusammen mit Samuel, dann würde jeder einfach sagen, was zum Teufel? Und der ist böse, der ist. Was macht der denn eigentlich? Dann wird es nur so aussehen wie ein Date. Und aber wir haben. Aber wir haben ja diesen Vor-Dings bekommen. Diese Vor-Story. Und deswegen wissen wir, zu was er fähig sein kann. Hätten wir das nicht gehabt, dann hätten wir diese Facette seiner Figur jetzt nicht im Kopf gehabt. Also das ist nur so ein kleiner. So schreibt man ein gutes Drehbuch, will ich damit sagen. Okay, tschüss, Ancientellerin, Terlein. Alles klar. Und es ist halt okay. Die tanzen jetzt halt eine Weile. Und jetzt ist es vorbei. Mehr kann man jetzt da gerade auch nicht sagen. Sie haben das Tanzturnier gewonnen. Und ich find's ganz amüsant, dass die Alarmanlage einfach losgeht, obwohl man die Tür mit dem Schlüssel aufsperrt. Und was ist denn das für eine sinnlose Alarmanlage? Ja, egal. Naja, sie haben auf jeden Fall sie haben gebondet. Jetzt denkt man sich halt, oh, is she going to fuck her? We don't know. Is she going to be fucked? We don't know either. Und das ist jetzt ein kleiner Kniff mit dem, was davor war. The only one who would ever teach me was the son of a preacher man. Und hier haben wir jetzt, she's going to be a woman soon. Wo indirekt impliziert wird, dass jetzt gefickt wird. Das stimmt natürlich nicht. Es wird nicht zum Geschlechtsverkehr kommen, weil mir, also Uma Thurman, alles versaut. Ich habe auch so eine kleine persönliche Theorie, dass Quentin Tarantino unfassbar verknallt ist in Uma Thurman. Weil dieser Film hier glorifiziert sie. Und, ne? Sie ist auf dem Cover. Sie war auf jedem einzelnen Plakat und alle anderen standen nur als Name da. Und Kill Bill wurde ja von Quentin Tarantino und Uma Thurman zusammen geschrieben. Und im Credit taucht es nur auf als Q&U. Written by Q&U. Also bei Quentin and Uma. Also der ist schon ein ganz steiler Fuchs. Sage ich persönlich, also. Ancient Aliens. Wer von euch hatte auch schon mal so eine, ich bin jetzt gerade bei irgendeiner Party oder bei irgendeinem Mädel zu Besuch und da hat er dann mit seinem Spiegelbild geredet. Würde mich mal interessieren, wie viele das auch schon mal gemacht haben. Ich habe das durchaus mal gemacht. Das hatte allerdings einen anderen Kontext, aber mich würde es mal schon interessieren, wer schon mal so tolle Spiegelkonversationen geführt hat. Ist das Drum? Drehtabak? Ja, das müsste Drum sein. Ja, ich kenne mich da aus. Kenne das ja alles selber. So lange gibt es den Drum schon.
Go home and jerk off. Right? Ich kann nie so schnell hier Kommentare tippen. Das regt mich ein bisschen auf. Na egal. Jetzt hat sie ein Problem. What did you do then? Fuck! Ich weiß jetzt nicht, ob das die akkurate Reaktion ist, wenn man. Ich weiß gar nicht, ob. Ich glaube, das ist Heroin oder so. Ob das dann die Reaktion ist. Gut, nehmen wir einen der ersten Einsätze von Handys. Und bis jetzt macht er eigentlich nur nette Sachen. Hätten wir das am Anfang nicht gesehen, wie sie den einen Typen einfach restlos durchlöchern, dann würden wir eigentlich denken, dass er ein ganz netter Fuzzi ist. Ich habe schon mal mit meinem Spiegelbild ein Gespräch geführt, nur hat der Gegenüber mir öfters widersprochen. Oft sind diese Gespräche vor dem Spiegel nur eine Art Selbstreflexion, von wegen, machst du das jetzt wirklich? Machst du das jetzt wirklich? Oder komm, das machst du jetzt. Bla bla bla. Dieser Typ sollte er nicht als erstes von Tarantino gespielt werden. Er hat sich das allerdings dann nochmal überlegt. Ja, das ist wirklich live. Und diese eine Rolle. Für alle diejenigen, die jetzt zugeschaltet haben, wir sind bei 54, 14, 54, 15, 54, 16, 54, 17, 54, 18 und so weiter. Der Typ soll als erstes von Tarantino gespielt werden, aber er wollte unbedingt, wenn Uma Thurman auf der Kamera ist, da wollte er hinter der Kamera sein. Hier haben wir wieder eine tolle Steadicam-Aufnahme. Ich finde, also das ist persönlich, ich finde sowas immer ziemlich witzig. Wenn er sie einfach nur so nebenbei ablegt. Das ist Live Traxation, ja, klar. Traxation Movie Night. Wir gucken gerade hier Pulp Fiction und so. Jetzt haben wir sogar. Das ist jetzt Handheld. Das ist ein bisschen Shaky Cam und so weiter. Ich glaube, das haben sie jetzt nur gemacht, weil es ein bisschen komprimiert ist. Also der Raum, wo man die Kamera bewegen kann, ist ein bisschen eng. Deswegen haben sie das wahrscheinlich jetzt schnell so gelöst, weil er ist, glaube ich, noch mal links an der Kamera vorbeirennt. Genau, und aus dem Grund, weil der Kameramann im Endeffekt ja nicht mehr hat als jetzt zum Beispiel die Kameras, die sind jetzt ja nicht mehr so klein. Die waren ja damals richtig mächtig und für den Film, also zum Beispiel diese Red-Kameras und so, die sind jetzt ja nochmal viel größer wegen dem 3D. Aber so eine richtige Filmkamera, die ist, hat so ein eckiges Ding vorne und dann ist sie echt so groß und die trägt man dann so mit sich rum, wie ein Raketenwerfer. Und das ist dann teilweise mal besser. Hört auf zu schneiden!
Das ist dann auch schon mal besser, weil man dann hier mit der Kamera herumhüpfen muss und der Typ geht nah an der Kamera vorbei und deswegen macht man das. So, jetzt muss Mia gerettet werden. Find your heart. Ich muss jetzt immer wieder. Ja, also ich habe das ja auch mal angekündigt, dass ich ein Live-Video mache. Also, ich habe das ja schon mal gemacht zu den Oscars damals, zum Oscar-Tag. Und jo. Traxation. wofür steht der Name Traxation? Das kann ich einfach erklären. Zwar. So, das kann ich erklären. Und zwar, Making-of-Video, das kommt. Es hat bis jetzt noch niemand gefragt, glaube ich. Aber wenn es jemand wissen will, dann kommt's. Jetzt erstmal, wie kam es zu Traxation? Ich hatte meine Band, die hieß Traxation. Und wir haben das dann so gemacht. Wir hatten dann das Wort Tracks und Sensation. Und wir haben es dann versucht, irgendwie zusammenzusetzen. Wir wollten halt Tracks und Sensation zusammen machen. Und dann kamen wir auf Traxation, halt mit CKS. Und dann habe ich halt noch gemeint, wir sollten dann X reinmachen, denn die Dinge beachtet man eher drauf, wenn sie ein X drin haben. Blablabla, bla bla, ist ein alter Marketing-Gag. Aber teilweise stimmt das auch. Und deswegen kamen wir dann auf Traxation mit einem X. Und die Band ist halt dann gestorben. Und so ist es halt dann noch. Das ist halt noch übrig geblieben. Ich hatte mir damals das YouTube-URL gesichert, Traxation. Und dann habe ich es einfach noch drin belassen. Und der Filmemann ist mir dann einfach so danach gekommen. Mir kam das so, als ich mir Family Guy, ich bin mal auf eine Folge Family Guy gestoßen und dann habe ich gemeint, The Family Guy. Und dann habe ich mir gedacht, ich mach's lieber auf Deutsch und mache halt der Filmemann draus. Tada! Crunch. So. Jetzt wird erstmal guter Multivitaminsaft getrunken. Nee. Also ich kenne zumindest niemanden, der Traxation heißt in einem Film. Ich weiß gar nicht, wie der Film auf der Joke auf Deutsch geht. Der mit dem Ketchup. Aber fuck it. Das ist genauso ähnlich wie das in How Met Your Mother, wenn sie irgendwie meinen, come on, everybody knows that. It's like general knowledge. Und dann sagen alle general knowledge. Wie das funktioniert, das weiß ich auch nicht. Auf Deutsch. Ich habe, glaube ich, nur drei, vier Folgen How Met Your Mother auf Deutsch gesehen, alles andere auf Englisch. Deswegen kann ich da nicht mitreden. So, jetzt hätten wir das Segment hinter uns. Jetzt kommen wir zum Spaßigsten. Die Intro in meinen Videos ist alles gemacht mit Magix. Da muss man sich ein bisschen reinversetzen, also nicht reinversetzen, reindenken in das Programm und so weiter und so fort. Und dann hat man das langsam mal raus.
Ja, danke, Jill. Das ist allerdings nur Multivitaminsaft. Ich bin nämlich heute nicht mehr einkaufen gegangen. Hab mir irgendwas gekauft. Oh mein Gott, wir haben ja ganz vergessen. Christopher Walken ist da. 1 Stunde 1:50. Das ist der Beweis, dass man bestimmte Aufnahmen nur mit richtig talentierten Schauspielern machen kann. Zum Beispiel Christopher Walken. Weil er macht hier eine Aufnahme ohne Schnitt. Und das ist nicht improvisiert, das ist alles auswendig gelernt. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, stand das wirklich Wort für Wort so da. Und der gute Mann hat das einfach runtergesprochen. Noch ein kleiner Fun Fact hier, das Wort Fuck wird im Film 265 Mal gesagt. Geile Scheiße. So. Versteckte die diese Uhr an einem einzigen Ort, wo es ging. In seinem Arsch. So. Verzeihung, ich war nur gerade abgelenkt von dem Nie. Obwohl ich da nicht ganz genau weiß, ob er in der Sequenz, wo er immer nach unten schaut, vielleicht auf den Text schaut. Könnte durchaus sein. Also der Film ist genau gleich. Ja, klar. Nein, 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 die Zeit, die bei mir unten im Stream steht, hat nichts damit zu tun. Nämlich da geht es darum, opa, das ist der, also da hier ist der Stream, Realität. Und dann ist da drüben der Film und dann habe ich da unten die Zeit, hier, ja. Das meine ich mit der Zeit. Dass wir uns an dieser Zeit hier orientieren. Hilfe! So. Ja. Und wir sind wieder in der Realität. Wir haben den Flashback beendet. Und weiter geht's. So, schau ich mir mal. Gibt es neue Fragen? Okay. Spielekritiken habe ich mal gemacht. Da geht es um Halo zum Beispiel. Da habe ich mal eine Kritik zu gemacht. Also zur Halo-Serie. Also zur Halo-Serie habe ich mal eine Kritik gemacht. Auch mal Splinter Cell zum Beispiel. Das ist irgendwo drin bei den Random Shits. Ist es drin. Ich weiß nicht, inwiefern es euch interessiert, aber ich habe noch mal irgendwas anderes hier gehabt, genau zu dieser Szene.
Die Taxifahrerin Esmeralda Villalobos wird von Angela Jones gespielt und ist in einem 30-minütigen Kurzfilm aufgetaucht, der hieß Curdled. Und da drin hat sie eine Figur gespielt, die nach Mördern den Tatort aufräumt. Deswegen ist sie dann fasziniert von Mord. Quentin Tarantino sah sie in diesem Film und hat gesagt, die muss in Pulp Fiction dabei sein. Interessant? Ich weiß es nicht. Ich finde es schon interessant. Da schreiben sie ewig hier in so einem kleinen Fensterchen. Ja, Kamerad, das ist ein Filmekanal. Da geht's nicht um Spiele. Und vor allen Dingen, wenn man ein Let's Play machen will, das wissen die meisten nicht, muss man sich die Lizenz vom Publisher holen, dass man das spielen darf. Weil du im Endeffekt das Produkt eines anderen, für das andere Leute eigentlich Geld bezahlen müssen, damit es gezeigt werden kann. Und wenn man das halt einfach von selbst macht, ich weiß nicht, will ich eigentlich nicht mich in diese Bredouille hineinmanövrieren, dass man denkt, jetzt brauche ich dann erst die Lizenz, aber ich mache es trotzdem. Wird natürlich meistens nicht auffallen und solange man es nicht monetarisiert, hat man da kein Problem, glaube ich. Aber ich meine, Let's Plays, ich habe einmal habe ich ein Let's Play gemacht zu einem alten Spiel namens Black, ein älteres Spiel. Oh, was macht er gerade? Er sagt ja, please stand by. Hallo, seht ihr mich noch? Ich hoffe es, weil bei uns hier ist nämlich gerade das Licht ausgegangen. Also die Übertragung hat gerade aufgehört. Ah, da ist sie wieder. Schön. Hier haben wir auch wieder den Fake-Screen. Ist natürlich logisch. Fake halt. Hier ist es übertrieben. Absicht natürlich. Weil wir haben ja vorhin gesehen, Tarantino lässt die auch mal im echten Auto rumfahren. Nun. Hör mal. Die ganzen Spielefragen. Okay. Oh, jetzt kommen Fragen. Gut. Machst du auch Kritiken zu Call of Duty und Battlefield? Das ist immer so eine Sache. Ich glaube, das überlasse ich mal lieber dem Kollegen Sigismund. Diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein Spiele-Redakteur bei der GameStar, einem Magazin hier in München, quasi um die Ecke. Der ist auch bei so einer Internetserie namens High Five dabei. Und nee, ich überlasse es mal lieber den Leuten, die das wirklich drauf haben, die sich auch damit leidenschaftlich beschäftigen. Was ist übrigens jetzt ein Tracking Shot? Wenn sich die Kamera immer mit der gleichen Geschwindigkeit dreht, dann ist das entweder hat der Typ so ruhige und ausgeglichene Bewegungen, oder es ist mit einem Computer eingespielt, oder halt eine maschinelle Sache, dass es dann wie eine elektrische Eisenbahn funktioniert quasi. Gut. Wie kam es zur Leidenschaft Film? Ich habe immer schon gerne Filme geschaut.
Ja, ich könnte Filme vorab sehen. Oft, also entweder ich gehe in Pressevorstellungen, wenn ich mal da reinkomme. Das andere ist, englische Vorstellungen sind entweder mal davor da oder also halt vor dem deutschen Release gibt es den Film auf Englisch. Vereinzelt kann das sein. Oder man kommt in so Sneak Peeks rein. Oder man ist bei der Premiere, habe ich zum Beispiel hier, habe ich mir an meinen Goldmann dran gemacht. Ups. Die Pirates of the Caribbean 4, da war ich auf der Premiere, deswegen steht hier auch Preis 0, freie Platzwahl. Also da war ich echt auf der Premiere. Da habe ich auch Rob Marshall getroffen, heißt er, glaube ich. Wen habe ich denn noch? Den Priester, die Meerjungfrau, Jerry Bruckheimer und ganz kurz ist mir Penelope Cruz vor der Flinte, vor die Nase gelaufen. Ja. Und wie kam es zur Leidenschaft Film? Ja, ich liebe Filme schon immer. Meine Eltern haben mir sehr viele Filme gezeigt. Ich habe die Original Star Wars Trilogie gesehen, bevor es überhaupt Episode 1, 2 und 3 gab. Und ich habe sie auch noch unbearbeitet gesehen mit dem ganzen Special Scheiß, da war noch gar nicht dabei. Dann war es so Jurassic Park, Independence Day, Men in Black. Wenn man in den 90ern aufgewachsen ist, da hat man noch die Prima des Hollywood-Kinos erlebt und dann ist es dann langsam ein bisschen hinabgestiegen. Aber die Filme sind heutzutage auch noch richtig, richtig, richtig gut. Allerdings nicht mehr so in der Masse. Also die Masse ist nicht mehr so, dass man sich denkt, boah, das ist jetzt wirklich geil. Dass es einfach nur noch gute Filme gibt überall, denn die Enttäuschungen überwiegen heutzutage. Und deswegen freut man sich da mal wieder über so Filme wie Inception, Inglourious Basterds, Django Unchained oder The Hobbit. Weil da ist noch echtes Craftsmanship dabei und das gab's früher noch mehr, denke ich mal. Dein Lieblings-Superheldenfilm? Überlege ich mir gleich mal. Ich bin kein professioneller Filmkritiker. Also ganz ruhig. Ich bin kein YouTuber in dem Sinn. Ich habe eine Arbeit und ich bin auf der Uni. Das heißt, das, was ich hier mache, ist ein Hobby. Und ich mache ja eh schon, jetzt sind gerade Semesterferien. Aus dem Grund kann ich jetzt gerade so viele Videos machen und auch gerade eben diesen Livestream. Allerdings, es ist immer davon abhängig, wie viel Zeit ich habe. Ich bin jetzt froh, dass ich so oft ins Kino gekommen bin. Ich habe The Conjuring geschaut, The Lone Ranger habe ich angeschaut, Elysium habe ich angeschaut, Pain and Gain habe ich leider angeschaut. Viel, 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 viel gemacht. Mehr kann ich meines Erachtens nicht tun. Videos in HD kommen wahrscheinlich nach Weihnachten. Da hole ich mir eine kleine Finanzspritze und dann gibt es dann wahrscheinlich Videos on HD. Ich finde es spaßig, dass jetzt so viele Leute Fragen stellen. Da ist anscheinend der Bruce Willis Subplot nicht so interessant. Ja. So. Dein Lieblings-Superheldenfilm. Oh Gott. Iron Man. Allein wegen der Figur.
Jetzt müssen wir nochmal crunchen. So. Feuchtgebiete. Oh boy. Ich habe nix dazu. Ich habe das Buch nicht gelesen. Das hat eine gute Freundin von mir mal gelesen, das Buch. Und da hat sie gemeint, dann hat sie es irgendwann weggelegt. Das beste Kompliment, was man einem Buch geben kann. Feuchtgebiete, ich weiß nicht. Eher nicht. Ich meine, ich hab eh schon so eine Abneigung gegen die meisten deutschen Produktionen. Ben Affleck als Batman in Man of Steel 2. Ich fand Man of Steel 1 an sich schon irgendwie käsig, weil der Film ist ruiniert worden durch Shaky Cam, schlechtes Schauspiel, bis auf Henry Cavill. Das Skript war furchtbar teilweise, die Kameraarbeit, die Schnittarbeit, grauenvoll. Die Musik war überproduziert, obwohl ich ein großer Hans Zimmer-Fan bin. Ist die Frage, ist es mir jetzt überhaupt noch wichtig? Ist es mir jetzt überhaupt noch wichtig, der Batman spielen? Ich meine, er hat ja den Superman mal gespielt in Hollywoodland oder so, weil er auch das Arschkinn hat und so. Aber ich weiß einfach nicht. Mir ist es eigentlich scheißegal, was der spielt oder wer den spielt. Ihr müsst mir nicht erklären, dass eine HD-Cam nicht viel kostet. Die kosten, also die ich haben will, die kostet 700 Euro. Das heißt, ich möchte das jetzt ja nicht einfach nur für YouTube. Ich mache ja auch eigene Filme. Und ich möchte dann schon etwas, was richtig gute Qualität hat, und auch ordentlich was taugt und was viele Funktionen hat. Also ein richtig schönes Männerspielzeug. Und nicht einfach nur ein Ding, das man. Weil dann könnte ich rein theoretisch auch mir ein kleines Stativchen holen für mein Handy und dann so die Reviews aufnehmen, weil das Galaxy S3 ist es, das nimmt ja auf 1080 oder so. Ich weiß es nicht. Aber nee, das möchte ich nicht. Ich möchte eine echte Kamera. Und nö, Kick-Ass 2 schaue ich mir nicht an. Das ist meines Erachtens. Kann ich da nicht sehr sachlich zu sein, weil ich fand den ersten Kick-Ass unfassbar dämlich. Und es ist genauso wie mit Les Miserables, den hatte ich ja auch gesehen und ich habe den nur kurz angeschnitten in meinem letzten Video, in meinem vorletzten oder vorvorletzten Video. Und ich meine, ich bin nicht so der Musical-Typ. Und bei Kick-Ass, da habe ich halt das Problem, dass ich diese Idee affig finde, dass sich normale Menschen verkleiden als Superhelden. Also würde ich dem eine schlechte Bewertung geben, weil ich die Thematik blöd finde. Nee, Uwe Boll, nee. Woher kann ich so gut Englisch sprechen? Ich mache alles Englisch quasi. Filme, Spiele, nochmal Filme, nochmal Serien. Alles auf Englisch schauen.
anfangs noch mit englischem Untertitel und dann, wenn der englische Untertitel irgendwann mal nicht mehr notwendig ist, einfach nur Dings. Einfach dann nur noch auf Englisch schauen ohne Untertitel. Jetzt studiere ich Englisch hier in München und ja, das eine führt halt zum anderen quasi. Das eine, was man sich allerdings nicht beibringen kann, sondern oder was man nicht lernen kann, that's the American accent. You know when you're talking in an American accent, you always like have gum in your mouth. And what really helps is, you know, you watch a lot of videos from American people and und so weiter und so fort. Also man muss mal Native Speaker zuhören und dann es einfach versuchen, ein bisschen nachzumachen und irgendwann hat man es dann raus. Der Unterschied zu Briten ist halt einfach, dass sie bestimmte Vokale, A's oder O's, die sprechen sie anders aus als Amerikaner. And they will always talk like that. Like, always a little stuck up. Bla bla bla, bla bla. Das ist dann immer ein großer Unterschied, wenn man die ganze Zeit US-Filme und Komödien, also Sitcoms schaut, und dann schaut man sich mal einen britischen Film an. Wie zum Beispiel die Harry Potter-Filme. Und ja, das ist dann schon erstmal eine Umgewöhnung. Ja, ich werde Englischlehrer. Nein, einen Trailer darf man nicht reinschneiden, wenn man die Lizenz nicht hat. Pan's Labyrinth war 1A. Der war optisch richtig abgefahren. Der war richtig gut. Ich fand so auch die eine Sequenz, wo den einen mit der Flasche tötet. Das ist awesome. So. So. Jetzt geht's um die Uhr. Jetzt geht's um die Uhr. Die goldene Uhr, die braucht jetzt unbedingt wieder. Und jetzt kommen zwei Storylines quasi zusammen. Für diejenigen, die jetzt erst zugeschaltet haben, beim Film nicht bei dem, was unter mir steht, sondern der Film, den wir gerade gucken, Pulp Fiction, der ist gerade bei 1 Stunde 25 und 15 Sekunden. Wir sehen gerade Bruce Willis von hinten. Wie er durch den Maschendrahtzaun steigt und der geht jetzt auf sein altes Haus zu. Ja, American English is always like that. You know what I really hate is when you know, people talk like well, so better than, wenn die Menschen richtig, richtig schnell reden. Ich wollte schon sagen, wenn sie fast reden. Es ist manig, wenn man ganz viel Englisch in seinem Alltag einbindet und dann auch in die Vorlesung geht und die sind dann auf Englisch, dass man dann sehr viel Deutsch fallen lässt einfach und das dann einfach auf Englisch sagt. Da kommen dann sehr viele Hybrid-Dinge heraus. So. Kannst du eine Kritik zu Die Schlümpfe zweimal? Alter! Die Schlümpfe 2! Die Schlümpfe. Ich habe den ersten Schlümpfe gesehen.
Da, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antun kann, einen zweiten Teil. Der Film, der wichst sich sein Product Placement raus, weil er halt von Columbia Pictures ist. Und das gehört Sony und alles gehört Sony. Und aus dem Grund sind wir in dem Film ganz viele Sony-Produkte. Bla bla bla. Dann sind die Schlümpfe nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Wir haben eine super, super Welt mit El Gargamel und Azrael und wie die alle heißen und die jagen die Schlümpfe in ihrer Fantasiewelt. Da könnte man einen eigenen Film draus machen. Aber nein! Sie müssen in unsere Welt gehen. Sie müssen nach Paris oder nach New York gehen. Und den Scheiß braucht man einfach nicht. Und deswegen würde ich schon wütend in den Film reingehen. Gewalt in Filmen. Jetzt müssen wir erstmal kurz schauen. Jetzt kommen zwei Storylines zusammen. Oh, snap. Das war's dann wohl mit Süßwege. Wir werden jetzt dann später verstehen, wieso er den Tod findet. Denn da gibt es doch eine gewisse, wie kann man es ausdrücken, eine biblische Botschaft dahinter. Oder eine Art Karma. Es geht da um Karma. Aber das kommt noch. Wo war ich? Ach ja, genau. Was sagst du zu Gewalt in Filmen? In welchen Filmen mochtest du sie, in welchen nicht? Gewalt in Filmen ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn sie glorifiziert wird, finde ich das immer ein bisschen merkwürdig im Kontext. Also, wenn der Kontext nicht klappt, dann. Eieiei. Zum Beispiel Pain and Gain ist eine wahre Geschichte gewesen mit ultra krasser Gewalt teilweise und das ist echten Menschen passiert und es wird witzig dargestellt. Da sage ich mir dann, what the fuck is wrong with you people? Was zum Fick ist falsch mit euch Menschen? Bei anderen Filmen, wie zum Beispiel Pulp Fiction, wo wir dann später noch Marvin sehen, der im Endeffekt seinen Kopf auf den Rücksitz verteilt bekommt. Das finde ich persönlich witzig, auch in Elysium, der hat ja ein paar Gore-Effekte, die fand ich ganz witzig. In Soldat James Ryan ist es natürlich sehr, sehr, sehr düster. Das ist halt ein Kriegsfilm. Also es muss immer angepasst sein auf die Story an sich. Sonst muss ich mal das Ohr wechseln. Sonst kriege ich hier einen Krieg. So. Ich bin nicht Gargamel. Hänsel und Gretel bekommt eine Fortsetzung? Da habe ich mich noch gar nicht mit befasst. Ving Rhames. Marcellus Wallace. Das ist eine der witzigsten Sequenzen des Films, weil ach, ihr seht es ja einfach selber. Für alle, die jetzt zuschauen, wir sind bei 1:31, 15, 16, 17. Das ist einfach eine super witzige Sequenz. Das ist übrigens auch gerade ein Beispiel für Gewalt, die in Ordnung ist, finde ich, weil sie ein bisschen, weiß nicht, crazy ist. Ich glaube, aus dem funktioniert es, glaube ich.
dass die beiden halt hier jetzt so rumpoppelt und dann. Das war eine ganz andere Art von Actionsequenz oder Verfolgungsjagd. Ziemlich, ziemlich, ziemlich witzig. Sieht man auch nicht alle Tage, dass unser Protagonist und der Antagonist. Moment, Moment. Okay, jetzt muss ich noch die Fragen beantworten. Hänsel und Gretel, Fortsetzung? Natürlich, weil jede Menge Geld rauskam. Deswegen logisch, dass es dann eine Fortsetzung gibt. Mir ist es neutral, mir hat der Film gefallen. Das war guter Trash. Und Trash, der sich nicht zu ernst genommen hat. Stellenweise natürlich schon, aber nicht zu hart ernst. Was genau meinst du mit, wie stark jeder einzelne Charakter ist? Also wie viel die aushalten? In der Tat. Transformers 4 werde ich mir auf jeden Fall anschauen, um einfach zu lästern. Aber vielleicht wird er ja, also wir werden auch viel übersaturierte Aufnahmen haben. Wir werden viel Optimus Prime haben, der. Wir werden den ganzen Schwachsinn haben und wieder Kamerafahrten, die durch die ganze Stadt gehen. Und dann dabei haben wir noch Mark Wahlberg? Ja? Talk about Mark Wahlberg? Und ich weiß halt nicht ganz genau, wie das funktionieren soll, aber mein Gott. Mein Gott. So, jetzt befinden wir uns im Folterkeller. Jetzt muss ich dann gleich mal mein wertes Nasenspray reintun, wegen Heuschnupfen und so. Ja, also wenn sie unüberlegt in einem Film drin ist, Gewaltszenen sind ja meistens überlegt. Ich würde immer sagen, wenn sie ins Gesamtkonzept reinpassen, also wenn man versteht, warum man jetzt diese Gewalt zeigt, dann ist es gut. Ansonsten weiß ich nicht, was ich da dann davon halten soll. Watchmen. Einen Augenblick, ich hole mir nochmal eben schnell mein Nasenspray. Sonst winkt die Nase zu. So. Hoppala. Wo ist es denn? Wo ist es? Da ist es. Heuschnupfen. Schlimmste Sache ever. Aber der Sommer ist ja bald vorbei. So. Bring out the Gimp. Marky Mark, in der Tat. Is that what you want? Is that what you think is going to happen? I'm talking to a plastic planet. No, ma'am, we're not. What? No. So. Watchmen. Oh, das darf ich jetzt gar nicht sagen. Ja, Transformers, also Mark Wahlbergs Karriere, das kann ich erklären, ist ein bisschen runtergegangen. Ich meine, dass Tarantino sowas in einen Film reingebracht hat und der Film war Oscar-relevant und hat enorm viel Geld eingebracht und ist ein Kultfilm geworden. Das ist. Ich weiß nicht, ich finde sowas faszinierend, genau das gleiche wie in Django Unchained, dass ich einfach Django, Jamie Foxx, hinter dem Körper verstecken kann, der komplett von Kugeln zerfetzt wird und überall Kunstblut herumspringt und auf einmal ist der Film wie auch wieder Oscar-relevant. Ich glaube, das schafft nur Tarantino. So. Marky Mark.
Ja, ich finde, er könnte reinpassen als Soldat. Bei Mark Wahlberg muss man dazu sagen, Mark Wahlberg ist immer so drauf, dass er nicht so wirklich das Talent hat, sich die richtigen Rollen auszusuchen. Und das hat ihn jetzt quasi ein bisschen kastriert. Das heißt, er muss sich jetzt Rollen suchen, wo er wieder mächtig viel Geld kassiert. Weil er hat ja Max Payne gemacht und The Happening. Und das fanden die Leute nicht so gut. Und jetzt hat er halt Mark, jetzt hat er bei Michael Bay mitgemacht, bei Pain and Gain. Aber wahrscheinlich als Gefallen für Michael Bay, damit er dann in Transformers 4 auftauchen kann. Damit es ihm wieder besser geht in Hollywood. Damit der Name wieder eine Bedeutung bekommt. Damit Mark Wahlberg wieder stark wird. Sag ich. Muss ja nicht stimmen, aber es ist schon nachvollziehbar. Nee, Ted habe ich mir nicht angeschaut. Den haben sich allerdings einmal meine Eltern, die waren auf einer Kölnreise, glaube ich, und da haben sie sich den Film angeschaut und die haben gemeint, er war in Ordnung. Ich habe ihn noch nicht geschaut. Hole ich aber noch nach. Der Gimp ist einfach so klasse. Need for Speed wird verfilmt, ja, Dead Island wird verfilmt, Call of Duty wird verfilmt. Was wird jeder Scheiß verfilmt jetzt mittlerweile? Ich glaube, den Leuten geht einfach die Ideen aus. Das sag ich persönlich, weil man muss doch nicht alles verfilmen. No, das hat den Gimp erwischt. Ich glaube, Bruce Willis ist die einzige Person, die echt unbefangen ist, der unbefleckt ist. Und damit meine ich nicht, dass er ohne Sex entstanden ist. Nein, also er ist die einzige durchgehend gute Person. Weil er hatte den anderen Boxer aus Versehen getötet. Und jetzt entscheidet er sich sogar auch, ihm zu helfen. Okay, er hat ihn vorher überfahren, aber ich denke mal, das hat er einfach nur gemacht aus Schutz. Könnte man, das kann man jetzt drehen, wie man will. Also, mal fragen. Ah, ja, Pringles Beste, wo gibt. So. Tarantino war schon immer ein kleiner Japano-Fetischist. Und das sehen wir natürlich in Kill Bill dann in seiner ganzen Glorie. Aber das war zum ersten Mal, dass er das Katana ins Spiel gebracht hat. Er hat nicht mal geschaut, ob es scharf ist oder so. Also jedenfalls sehen wir das nicht. Er sagt einfach. Wäre es jetzt eine Schaumklinge gewesen und stumpf, wäre ganz schön im Arsch gewesen. Aber egal. Also den ersten Red, den habe ich gesehen. Ted. Mit Mark Wahlberg habe ich nicht gesehen. Red mit Bruce Willis habe ich gesehen. Den fand ich affig. Was ist es jetzt? Eine Challenge. So. Schön umgebracht hat er ihn jetzt. RIPD. Das ist ja Man in Black mit Zeug. Mit übernatürlichem Zeug. Jetzt bin ich ganz vom Moment aufgehalten worden hier, von der schönen Sequenz, die wir hier gerade vor uns sehen. Nee, Steelbooks sammle ich nicht.
Ich habe zwei, drei. Drei habe ich, glaube ich. Und das eine ist von Band of Brothers. Das ist eigentlich meine beeindruckendste Steelbox. Oh, right in the nuts! Ja. Are you okay? No, man. Aber ja, mein Gott. So. Zwölf Pringles, also. Oh, das Wort Nigger ist gefallen. Das ist auch immer sowas. Das kann anscheinend auch nur Tarantino machen, in seinen Filmen einzubauen. Weil das Wort ist sehr prekär. Ja, das ist ein sehr prekäres Wort. Ich schau mal nochmal, ob es neue Kommentare gibt. Ja. Okay, für alle, die neu dazugekommen sind, es sind ja jetzt immer mehr Leute, die ich da sehe. Wir sind. Ruhe. Wir sind bei 1,43, 50. Und das ist auch wieder eine lange, lange Aufnahme, wo die beiden Schauspieler zeigen können, was sie können. Ich weiß nicht, was da so los ist. Mit Skript und Improvisation. Aber ich würde einfach mal sagen, dass sie einen echten Text auswendig gelernt haben. Oder halt wenigstens bestimmte Punkte hatten, mit dem sie dann arbeiten konnten. Ja, stimmt. Allerdings, wenn ein Schwarzer das sagt, dann darf man, also dann ist es, dann wird es nicht so geächtet. Aber in Django Unchained, da hat man ja alle möglichen weißen Schauspieler, die sagen Nigger, 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 Nigger. Und ich denke mal, sowas kann nur Tarantino oder vielleicht Spielberg, wenn das gut verpackt, ich weiß es nicht. So. Was sind meiner Meinung nach die besten Filme aller Zeiten? Die drei besten Filme aller Zeiten. Oh. Das ist immer ganz schwer. Da könnt ihr jeden Filmkritiker, Filmjournalisten, Filmenthusiasten fragen, wenn ihr das irgendwie limitiert auf die besten Filme aller Zeiten, dann muss man immer schauen, ob es der persönliche Gusto ist oder ob es die offizielle Meinung ist. Weil offizielle Meinung ist immer anders. Wie kann man es denn ausdrücken? Die besten oder die wichtigsten Filme aller Zeiten sind Citizen Kane, Star Wars und Der Herr der Ringe, die Gefährten. Wenn es jetzt verteilen müsste, würde ich jetzt diese drei nehmen, weil die haben die Eckpfeiler geschaffen für alles das, was die Filme danach gemacht haben oder was Filme danach groß gemacht haben. Und nee, den werde ich mir nicht kaufen, den Hänsel und Gretel, weil der war mal nett zum Anschauen, aber mehr braucht man nicht. Da habe ich nur Thin Red Line gesehen. Also wie gefallen die Filme von Terrence Malick? Badlands, The Thin Red Line, The New World.
The New World ist der. Ich habe da irgendwas in Erinnerung. Es geht, also The New World ist wirklich Amerika, soweit ich mich noch erinnern kann. Ich habe da aber nur mal den Trailer gesehen. Den Film selber habe ich nicht gesehen. Was halte ich von Filmpiraterie? Oh, the script just went full circle. Jetzt befinden wir uns wieder am Anfang. Und jetzt bekommen wir im Endeffekt alles das, was zwischen der Sequenz, bis wir diese Sequenz hier verlassen haben, zurück. Also genau alles, was wir jetzt dazwischen gesehen haben, ist zeitversetzt passiert zu dem, was jetzt kommt. Also alles danach. Quasi. Oh, ich hoffe, das hat jetzt jeder verstanden. Thin Red Line fand ich super. Auch wegen dem Soundtrack von Hans Zimmer. Der hat es gut drauf. Ich habe vorhin schon eingangs gesagt, als diese Sequenz da schon mal, als die Sequenz zum ersten Mal kam, da habe ich gesagt, ich wollte mal einen Big Kahuna Burger nachmachen, weil ich habe ja in meinem Video neue Ideen für den Kanal gesagt, dass ich neue Ideen für den Kanal mache. Und da habe ich mal gesagt, etwas kochen. Ich mag ein Kochshows auf YouTube sind immer was Besonderes, sagen wir es. Also die machen immer was anders als sonst. Es gibt natürlich Gordon Ramsay und Jamie Oliver, die probieren das noch alles richtig zu machen. Und jetzt muss ich kurz aufhören. Wir befinden uns jetzt bei 1,48, 54. Die wurden jetzt von den Kugeln nicht getroffen. Und das nennt hier Julius Divine Intervention Vincent. Und da sagt man jetzt, also das hat, soweit ich weiß, Tarantino nicht selber bestätigt, da sagt man jetzt, weil Julius das anerkennt, also weil Samuel L. Jacksons Charakter anerkennt, dass es etwas Göttliches war und John Travoltas Charakter nicht. Das ist der Grund dafür, dass John Travolta dann später abnippelt. Was haltet ihr von dieser Theorie? Ja, es ist so Sarasa und Gronkh, da habe ich mal jeweils ein Let's Play geschaut. 4-3 habe ich, glaube ich, geschaut. Das war echt witzig. Citizen Kane. Moment. Jetzt kommt die wichtigste und witzigste und berühmteste und beste Sequenz von Pulp Fiction. Gut, alles klar. Everybody, shut up. Wie sagt man heutzutage? Lol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 . Ja, wer Citizen Kane nicht kennt, sollte sich den mal anschauen.
Ah, so viele Fucks in der Szene. So wunderschön. So. Aber jetzt wurde ich vorhin abgelenkt. Und zwar. Ah, das habe ich noch gar nicht beantwortet. Was hältst du von Filmpiraterie? Bin generell dagegen. Ich habe viele DVDs, viele Blu-rays. Filme runterladen mache ich nicht. Ich kam jetzt zum Beispiel bei 2001 Space Odyssey. Da habe ich die DVD nicht. Das ist mal so ein Film, wo ich mir gedacht habe, den könnte ich jetzt mal auch im Internet anschauen. Weil der ist aus 67. Ja, und teilweise gibt es ja auch schon Filme auf YouTube. Da gibt es ein paar Kanäle, die legal Filme zeigen. Das sind halt alles Filme aus den 80ern und älter. Die haben dann die Lizenz dafür, dass sie den auf YouTube zeigen dürfen. Sowas ist in Ordnung. Aber ansonsten würde ich eigentlich ungern gegen das Gesetz verstoßen. Fortsetzung für die Frau in Schwarz, glaube ich, erst wenn ich es sehe. Ich weiß es nicht. Ja, stimmt. Da habe ich mal was gesehen. Jetzt, wo ich gerade gegoogelt habe, fällt es mir wieder ein. Ah ja, übrigens, Tarantino ist der einzige Typ, der Weiße ist in diesem Film, der das Wort Nigger benutzen darf. Weil er das Skript geschrieben hat. Oder I don't know. Django Unchained habe ich mir noch nicht gekauft. Das dauert noch. Also, ich habe mir in letzter Zeit wenig gekauft, aber das werde ich noch machen. Ich wollte mir eigentlich diese 20 Jahre Tarantino-Box wollte ich mal holen. So, muss ich den hier wieder leise machen? Also für alle, die das nicht gewusst haben, Jimmy ist hier Quentin Tarantino. Also ich denke mal, das wissen die meisten von euch, die den Film schauen. Ich muss immer wieder den Stöpsel raus tun, weil dann bin ich so abgelenkt von dem Gespräch, was sie jetzt gerade führen. Ja. Ich finde es das schön, dass man sieht, wie alles so zusammenkommt dann. Das ist schick. Schick, wirklich schick. So, wir haben noch 40 Minuten vom Film, circa, auf der Uhr. Ihr schaut alle Pulp Fiction mit, oder? Oder einer nicht? Ich weiß es ja nicht. Ja, ich habe schon gesehen, dass es da eine Fortsetzung gibt. Die wollen es, glaube ich, sogar als Trilogie aufziehen, die Frau in Schwarz. Der zweite Teil, der soll dann irgendwie heißen The Angel of Death. Ich finde es ein Käse. Was irgendwie übrigens viele nicht wissen. Angel of Die Frau in Schwarz ist einer der ersten. Das war eine der ersten Horrorgeschichten ever, die jemals geschrieben wurden. 1800, schieß mich tot. Und es war die erste Haunted House-Geschichte. Also alles das, was danach gekommen ist, ist quasi durch die Frau in Schwarz inspiriert worden. Also nur als Erklärung. Also die Frau in Schwarz ist sowas wie John Carter. Also was wie Star Wars, Star Trek, Stargate, Avatar, die Liste geht weiter. Die haben alle von dem John Carter Buch von 1910 oder 1912, hat es dieser Typ geschrieben, haben die das alle abgeschaut. Oder ich sag nicht abgeschaut, eher eine Hommage dazu. Paying homage to something is not ripping off, sagt man ja immer. Ja, perfekt. Ja, nee, 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 nee.
Das ist ja ein Livestream, wo wir alle zusammen Pulp Fiction schauen. Jeder hat seine DVD. Hier, und den Film schauen wir. Deswegen habe ich auch einen Stöpsel im Ohr, damit YouTube den Film nicht hört, quasi, den ich mir gerade hier auf meinem Schirm anschaue. Damit YouTube nicht sagt, Copyright, bla bla bla. Jetzt kommt der Wolf. Wir sind gerade bei 1,57, 19. Das war, glaube ich, eine schwere Aufnahme. Ich glaube, da ist sogar eine Kamera kaputt gegangen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Diese Rolle, Harvey Keitel, für diejenigen, die nicht kennen, war bei Reservoir Dogs dabei, war bei From Dusk Till Dawn dabei und natürlich nach Pulp Fiction war er noch bei vielen anderen Filmen dabei. Dieser Typ ist sau cool. Mehr kann ich zu dem nicht sagen in dem Sinn. Der ist sau cool. Diese Rolle hat Tarantino extra für ihn geschrieben. Ich hatte vor, was zu bestellen, aber nee, ich habe es jetzt gelassen. Ich esse jetzt hier noch ein bisschen Pringles. Aber jetzt. Und zwar, kennt ihr so Typen wie Furious Pete, einer der schnellsten Esser der Welt? Würde mich mal interessieren. Dieser Typ ist auch so cool. Hier auch wieder. Nee, scheiße, den Film Smoke, der sagt mir jetzt gerade gar nichts. Dieser Dialog, also beziehungsweise dieser Monolog, den jetzt Harvey Keitel gerade führt, der hat auch eine kleine Reincarnation in eine How I Met Your Mother Folge. Wenn Lily und Robin in dem Fiero sind von Marshall und dann das ganze chinesische Essen verteilen. Ja. Und da hat eben die Robin einen Plan, wie sie jetzt das Auto wieder fit kriegen. Das ist so ähnlich. Das ist auf jeden Fall eine bewusste Anspielung auf Pulp Fiction. So, jetzt habe ich nur gerade auf mein Handy geschaut. Pretty please with sugar on top. Clean the fucking car. Passt rein. Ted bekommt auch einen zweiten Teil. Okay, super. Auf welche Fortsetzung freust du dich persönlich? Kann ich jetzt ein. Der Hobbit. Muss ich gar nicht lange nachdenken. The Hobbit. So.
Let's try this. Was sind so Gelee-Bananen? That's pretty good. Joyride 2 sagt mir auf jeden Fall was. Aber ich habe jetzt da nichts im Kopf. Eine andere Fortsetzung, auf die ich mich freue, ist Thor 2, The Dark World. Weil Thor war immer ziemlich cool, ehrlich gesagt. Eine der wenigen Superhelden-Verfilmungen, wo ich mir gesagt habe, das ist ziemlich awesome. Gut, jetzt. Ich sollte vielleicht mal darüber reden, was die Leute benutzen im Film, wenn sie Blut hernehmen. Also Blut hernehmen. Das ist meistens Kornsirup. Oder mit Kleber ist was verdünnt, verdickt. Also das benutzt man meistens. Dann gibt es natürlich noch auch synthetisches Kunstblut, aber. Sobald, Motherfucker, Motherfucker, sobald halt es irgendeine Figur in den Mund bekommt, dann machen die das meistens nicht künstlich, dann ist es irgendeine Art Sirup. Ein paar Dinge, falls ihr die noch kennt, Soda Club, die hatten auch immer so Flaschen, wo man das dann eingefüllt hat und dann hat man es vermischt. Und so eine Flüssigkeit ungefähr ist es dann auch mal gewesen. Also wenn es Schauspieler in den Mund bekommen. So. Ich weiß nicht mal, ob ich den schaue, den Joyride 2. Ihr habt viel zu tun. Ich hab so eine Liste und die arbeite ich langsam ab, so mit Wunschkritiken, zum Beispiel der Exorzist und sowas. Aber das Kino bleibt niemals stehen. Und ich habe ein paar Serien angefangen. Ich muss jetzt erst noch die Star Wars-Dinger fertig machen. Episode 5 habe ich bis heute noch nicht gemacht. Ist mir gerade aufgefallen. Aber jetzt haben wir erstmal hier den tollen Livestream. Und Joyride 2. Ich füge es der Liste hinzu. Dann schauen wir mal. Ich finde es unfassbar amüsant, dass sie sich einfach nicht in die Dusche stellen. Aber ich denke mal, da wären die ganzen Blutteile dann wahrscheinlich reingefallen. Die Stückchen und so. Wow, der letzte Fadeout. Soweit ich das in Erinnerung habe. Dorks! Okay. Jetzt kann man mal viele fragen. Magst du die Saw-Horrorfilme? Saw ist kein Horror. Saw ist ein Slasher-Film. Oder ein Splatter-Film. Der erste Saw war richtig gut. Der ist noch mit Danny Glover, dem Typen aus Lethal Weapon. I'm too old for this shit. Den ersten Saw fand ich toll. Der war echt gut. Danach Saw 3 fand ich noch geil. Aber dann hat man einfach nur noch die Zahlen dran gesetzt, damit man Zahlen aufs Konto bekam. Ich mag die Musik von Saw und ich mag, dass sie am Ende immer so eine Art Auflösung haben. Die letzten beiden habe ich gar nicht mal mehr gesehen. Da wollte ich gar kein Geld mehr für ausgeben, weil das war mir zu affig dann.
Verzeihung, ich muss ab und zu Updates. Persönliche Updates. Also ein extrem spaßige Figur, dieser Wolf, Mr. Wolf. Haustiere habe ich nicht. Ich hätte aber gerne Meerschweinchen. Die sind witzig. Man weiß nicht ganz genau, ob Red 2 und Red 1 gleich sind. Hab Red 2 nicht gesehen. Red 1 war auch überhaupt nicht brutal, finde ich, aber das hatte vielleicht andere Gründe. Aber ich muss halt Red nochmal sehen. Weiß ich nicht. Gut, wir sind im letzten Segment des Films angekommen. Jetzt geht das Skript sozusagen wirklich full circle. Jetzt befinden wir uns in dem Diner, wo Tim Roth und die anderen hocken. Also 10 Minuten geht der Film jetzt noch, circa. Also aus. Stirb langsam 5. Ich habe eine unglaubliche Aversion, wenn die Kamera die ganze Zeit so macht. Denn wenn die Kamera die ganze Zeit so macht, dann hat man unglaubliche Probleme, sich auf die Story zu konzentrieren und auf die Figuren und die Gespräche. Das ist das Schöne an dem Film, den wir gerade schauen, Pulp Fiction. Der hat fast keine Shaky Cam. Und Shaky Cam hat er einfach nur in zwei, drei Szenen, wo es einfach nicht anders möglich war, die Kamera hinzubringen. Und hier haben wir jetzt wieder eine Essensszene. Die Schauspieler müssen wieder essen. Aber ich glaube, es ist Samuel L. Jackson einfach egal. Der sagt, yeah, man, what the fuck, free food, man. Der spachtelt hier ordentlich was rein. Finde ich gut. Die FSK macht einen guten Job. Die FSK macht einen sehr guten Job. Sag ich persönlich. The Lone Ranger war ab 12. Ich hätte ihn ab 16 gemacht, weil da gab es ein paar ordentlich brutale Sequenzen mit dem einen, der das Herz aus der Brust gerissen bekommt. Und auch das mit den Pfeilen, die dann irgendwo in den ganzen Gliedmaßen stecken bleiben, das ist schon ein wenig brutal für eine FSK 12. Aber auf der anderen Seite hat man in Pirates of the Caribbean ja auch einige sehr brutale und ekelhafte Sequenzen. Und die sind auch alle ab 12. Also. Lirum Larum, wie Stromberg sagen würde. So. Hier haben wir jetzt gerade noch eine der letzten Sequenzen, die ein richtig langes Gespräch hat, was immer wieder mal zitiert wurde. To walk the earth. Also diejenigen, die es auf Englisch schauen, die haben eindeutig mehr vom Film. Sage ich allgemein immer über Filme. Auf Englisch ist es immer besser. Klar kenne ich Funny Games. Haneke. Typisch verrückter Typ. Ich habe auch das weiße Band gesehen. Allerdings, Moment, den Original Funny Games habe ich nicht gesehen. Ich habe nur seine US-Portation gesehen. Also die mit Naomi Watts. Funny Games US. Aber das ist ja auch vom Haneke. Also ist im Endeffekt die gleiche Handschrift drauf. So. Ah, ich höre mich schon wieder selber. So.
wir mal wieder Kommentare refreshen. Expendables 2 ab 12. Hast du mal die Gliedmaßen gezählt, die da platzen in dem Film? Allein in dieser Eröffnungssequenz, wo Jason Statham, wo mit diesem Panzerding reinfahren. Und dann man sieht die ganze Zeit nur. Sicher ist ein bisschen davon CGI und nur ein paar davon praktisch. Aber alter Schwede, da geht schon einiges in die Luft an Extremitäten. Das sollte man nicht unbedingt ab 12 machen. Gut, jetzt sind Pumpkin und Honey Bunny unterwegs und räumen gerade den Shop aus, den Coffee Shop, das Diner, whatever. Das habe ich mir fast gedacht, dass der deutsche Funny Games tausendmal besser ist. Aber den muss ich mir noch anschauen. Ich habe aber immerhin Funny Games US gesehen. Ja. Was ich auch hier wieder, was auch wieder so ist, der Vincent ist jetzt gerade nicht anwesend, wenn Julius gerade in Lebensgefahr schwebt. Und der hockt gerade auf dem Klo. Und als er erschossen werde, kommt er gerade vom Klo. Did you get it? Ich habe eine Expendables 2 Kritik gemacht. Der Einser, da kann ich schnell eine Kritik machen. Wenn ihr platzende Körper und in Silikon aufgepumpten Sylvester Stallone mögt, dann könnt ihr euch den Film gerne anschauen. Ich finde den zweiten allerdings besser als den ersten. So. 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 Shut the fuck up, fat man. Das ist jetzt wieder, ich weiß nicht, was ich jetzt noch über den Film sagen kann. Nicht sehr viel jedenfalls. Ich kenne die Serie Dexter, ja. Ich habe als ich in Schweden war, da habe ich mal drei, vier Folgen gesehen. Aber jetzt so wirklich begeistert bin ich nicht davon. Ich gucke allgemein wenig Serien. Ich habe früher mal Serien geschaut. Aber jetzt nicht mehr. Also, ich habe einfach keine Zeit mehr dafür. Für Filme klar noch. Da nehme ich mir noch Zeit. Aber. Ah, hier haben wir wieder unsere MacGuffin. Es wird halt nie erklärt, was drin ist. Man vermutet natürlich, dass es Gold ist. Klar wird sie richtig voll. Bla bla bla. Jetzt wird erstmal wieder geschrien.
So. Hier haben wir auch wieder mal. Sag mal einen Witz. Ein Witz soll ich sein? Ich habe gar keinen parat. Ja, aber echt keinen parat, keinen Witz. Ich wüsste jetzt gerade keinen. Nein, also ich denk mal, es ist Gold drin, weil es auch gülden ist, oder es ist nur ein Story-Element, dass man sagt, oh, das ist golden in ipso facto wichtig. Aber das ist die Sache an einem MacGuffin. Der wird dann auch nie wirklich erklärt. Die Expendables 3 ohne Bruce Willis, dafür mit Harrison Ford. Ey, mir ist es scheißegal, welche Rentner sich da die Gesichter wegschießen. Ich war mit Indiana Jones 4 schon nicht zufrieden. Ich finde die Expendables zwar nett. Ich finde die Expendables zwar nett, wenn man da wieder alten Stars nochmal eine Chance gibt, dass sie wieder auf die Leinwand kommen. Zum Beispiel Chuck Norris. Müssen auch zum ersten ihre Miete zahlen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Harrison Ford braucht, weil der ist jetzt ja in Ender's Game drin. Und in einem möglichen Indiana Jones 5, was ich zum Glück hoffe, ich hoffe, das kommt nicht. Das müssen wir nicht sehen. Und jetzt in Paranoia hat er auch schon mitgespielt. Ich wüsste jetzt nicht, was Harrison Ford da machen sollte. Weil er war nie so einer von diesen Hau drauf Actionhelden. Er war immer so ein bisschen das Smarte. Indiana Jones hat nicht einfach nur geprügelt, der war ein Archäologe. Der hatte Brains, Air Force One, da war er der Präsident. In einem anderen Film, da war er ein Doktor, der auf der Flucht war und so weiter. Der hatte immer was mit Hirn zu tun. Also ich weiß nicht, was sie da machen sollen mit ich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer diesen Geldbeutel haben will, den gibt's bei EMP und Close-Up. Bob Marley und Jimi Hendrix. Ich mag Three Little Birds von Bob Marley. Das ist ziemlich cool. Das Lied gefällt mir. So. Verzweiflung. Ab und zu muss man einfach mal auf sein Handy schauen. Wesley Snipes. Ja, okay. Gehört der schon zum alten Eisen? Das wusste ich gar nicht. So. Was ich ganz schön finde, ist, dass in dem Film echt jeder bekommt seinen Moment, wenn man das mal so sagen kann. Jeder hat seinen Strahlemoment. Man kann es so ausdrücken, glaube ich. Also kein Charakter ist underwritten und keiner ist overwritten. Man hat irgendwie das Gefühl, dass alle Figuren vergleichbar auftauchen auf der Leinwand. Bis auf jetzt Christopher Walken. Der ist ja nur in einer Szene zu sehen. So. David Lynch.
Ach ja, David Lynch. Muss ich mir ehrlich gesagt mal wieder was anschauen von dem. Ich muss gerade mal echt schauen. Ich meine, der ist schon sehr. Ja, Lost Highway habe ich, glaube ich, gesehen von dem. Und Dune. Und ich glaube, The Elephant Man. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich muss da ehrlich gesagt nochmal nachschauen. Also, beziehungsweise mir nochmal die Filme zurückrufen, die er gemacht hat. Weil so sicher bin ich da jetzt wirklich nicht. Guten Abend! Wir sind allerdings jetzt leider schon fast am Ende. Denn Pulp Fiction ist jetzt vorbei. Jetzt gehen Sie raus aus dem Diner. Ja. Die letzte Einstellung des Films. Und Tarantino beendet, glaube ich, auf einem Freeze-Frame. So wie er den Film begonnen hat. Oder auch nicht. Written and directed by Quentin Tarantino. Also, das war Pulp Fiction. Wie habt ihr ihn gefunden? Was habt ihr gedacht? Wie habt ihr gedacht, Pulp Fiction? Was bringt euch Pulp Fiction als Film persönlich? So, jetzt kann ich wieder mich anmachen. Ja. Genau. Das war der Livestream zu Pulp Fiction, den haben wir uns jetzt alle zusammen angeschaut, oder die meisten von euch haben sich den Film angeschaut. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Natürlich wird es wieder einen Livestream geben. Ich werde jetzt immer mal wieder einen Livestream machen, wann es sich ergibt. Das werden allerdings dann so Question and Answering Dinger sein. Meistens. Die letzten Fragen kann ich jetzt noch beantworten, wenn ihr wollt. Weil dann ist es nämlich aus. Nicht anmachen. Ja, also wie gesagt, nicht sei nicht schade, don't be sorry. Ich werde noch mehrere Livestreams. Oh, scheiße. Ich werde noch mehrere Livestreams machen. Pulp Fiction ist nicht overrated. Das ist einer der besten Scripts aller Zeiten. Ist so. Also das ist einer der Filme, wo ich echt sagen kann, der ist nicht overrated. Der ist vielleicht sogar noch underrated, wenn man es so sieht. Weil der Film, der hat etwas begonnen, und zwar, dass man Skripts einen Film tragen lässt, wie im alten Hollywood, wo es lange Dialoge gibt über lange Passagen und lange Totalaufnahmen, die schon zum Teil ein bisschen ans Theater erinnern. Und das hat der Film im Endeffekt massentauglich gemacht. Und deswegen ist der Film ganz weit oben anzusiedeln bei Filmen. Allgemein. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war die Traxation Movie Night. Ben Affleck als Batman, da habe ich vorhin schon gesagt, ist mir Schnuppe, weil ich Man of Steel schon nicht so knorke fand und der zweite wird jetzt mir auch nicht so viel bringen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, euch hat das jetzt hier gefallen. Wir haben alles richtig gemacht, den Film angeschaut, uns über den Film unterhalten. Ich habe ein paar Fragen beantwortet. Das Ding wird dann danach auch noch hochgeladen. Und diejenigen, die den Livestream verpasst haben, die können sich das dann einfach dann anschauen. Okay, alles klar. Ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und ihr habt gerade ein Video von mir gesehen.